Herzlich willkommen bei Walgau TV. Diese Woche berichten wir über das neue Dienstleistungszentrum der Blumeneck-Gemeinden Ludesch-Thüringen, besuchen mit Frasstanzer TV den Löwen in Thisis und waren dabei beim Weltspieltag im Juppident in Schlins. Kooperieren und somit auch sparen ist in aller Munde, gerade auch im öffentlichen Bereich. Das neue Dienstleistungszentrum der Gemeinden Ludesch und Thüringen ist ein Beispiel hierzu. Es wurden beide Bauhöfe sowie unter anderem die Bauämter zusammengelegt, um effizienter arbeiten zu können. Dies soll bessere Konditionen beim Beschaffen von Material sowie Einsparungen bringen. Ein Nutzen für alle. Wir haben uns ein Bild gemacht. Walgau TV war zu Besuch im neuen Dienstleistungszentrum der Blumeneck-Gemeinden, welches am 2. April dieses Jahres seinen Betrieb aufgenommen hat. Vor Ort wurden wir vom Leiter Roland Köfler empfangen, welcher uns im Anschluss Einblicke in die Aufgabenbereiche des Dienstleistungszentrums gab. Wir als Dienstleistungszentrum Blumeneck sind in der Kooperation zwischen der Gemeinde Thüringen und Ludesch. Wir decken die Bereiche Bauamt, Baurechtsverwaltung, Bauhof und Wertstoffhof ab. In den Bereichen zum Beispiel Bauamt, dort organisieren wir und wickeln eigene Projekte für die Gemeinden im Hoch- und Tiefbau, also mit Gebäude und Straße, Kanal, Wasser zum Tor hat. Dort können wir, je nachdem, wie es die Kapazität erlaubt, von der Ausschreibung bis um zur Bauleitung und Abrechnung alles machen. Was wir im Bereich Bauamt mit abdecken, ist der gemeinsame Einkauf von Materialien und Dienstleistungen. Durch das, dass wir zwei Gemeinden zusammen haben, sind auch die Mengen größer geworden und können im Gemeinsamen mitunter die Synergie nutzen, dass wir dort die besseren Preise erzielen. Im Baurecht dort haben wir die Baurechtsverwaltung, die wir Thüringen und Ludesch die Bauansuchen genauso wie andere baurechtliche Sachen mit abdecken. Im Bereich Bauhof, dort haben wir die Mitarbeiter von der Thürger und Ludescher Bauhöfe im Dienstleistungszentrum unter einem Dach untergebracht. Die verrichten ihre Arbeiten, wie sie vorher genauso gemacht haben, und haben diesbezüglich aber die Grenze, die bei uns nur noch als Fluss dargestellt ist, durch die Lutz, nicht mehr, sondern egal, ein Mitarbeiter von Thüringen im Auto von Ludesch oder umgekehrt oder auch genauso tätig in der jeweiligen Gemeinde ohne der Grenze, die vorher da ist. Die Mitarbeiter müssen aber genauso auch im Wertstoffsammelcenter, das ist der vierte Bereich, ist Dienststor. Und dort haben wir, ist es also so, dass so gut wie Gerals abgewehrt kann, bis auf die Restmüllsäcke und die Biomüllsäcke, die bis also nach wie vor der Haustür über die Haussammlung abgeholt werden und mitgenommen werden, hat der Bürger die Möglichkeit, vorab einmal zu 3 Öffnungszeiten pro Woche, also Mittwoch, Freitag und Samstag, die komplette Wertstoffe, die er daheim hat, abzugeben. Dahingehend hat sich das gegenüber vorher erweitert, dass auch Sperrmüll, größere Mengen, Bauschutt, alles was irgendwie mit Wertstoffmüll zum Tor hat, abgewehrt kann. Ich gratuliere zu dem Bauhof, weil der ist wirklich super geworden. Und ich nütze ihn wirklich jede Woche, weil es sammelt sich so viel Stoffe an. Und Gott sei Dank gibt es so etwas. Und man das alles entsorgen kann. Man ist freundlich, zuvorkommend, man hilft auch. Also tipptopp. Der Grund, warum die Gemeinden Ludesch und Thüringen das Dienstleistungszentrum Blumeneck errichtet haben, ist jener, dass in beiden Gemeinden Bedarf bestand, einen neuen Bauhof zu errichten. Deshalb haben sich die Gemeinden zusammengesetzt und sich überlegt, wie man das gemeinsam lösen kann.
Erfreulich ist, dass alle Mitarbeiter mitgespielt haben und sich bereit erklärt haben, ein gemeinsames Projekt zu verwirklichen. Und das ist natürlich auch die Grundvoraussetzung, dass so ein Projekt verwirklicht werden kann. Die Vorteile des Dienstleistungszentrums Blumen liegen auf der Hand. Verbesserte Öffnungszeiten, besserer Service, gemeinsamer Einsatz des Fuhrparkes bei gleichbleibendem Personaleinsatz, also sprich bei gleichbleibenden Kosten. Wie gesagt, viele Vorteile, die überwiegen. Grundvoraussetzung war aber, dass beide Gemeinden diesen Grundsatzbeschluss gefällt haben und auch alle Mitarbeiter die Bereitschaft erklärt haben. Neben den genannten Vorteilen ergab sich ein weiterer Vorteil aufgrund der bestehenden Dachfläche. Eine gigantische Photovoltaikanlage wurde installiert und leistet so ihren wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Unter Berücksichtigung aller Ansprüche der Auftraggeber, der Mitarbeiter, der Bürger und der Umwelt konzipierte Architekt Reinhold Hammerer dieses Dienstleistungszentrum Blumenegg. Bei den verbauten Materialien und benötigten Dienstleistungen wurde darauf geachtet, dass diese aus der Region bezogen werden. Und so entstand das DLZ, welches ein neuer Meilenstein nachhaltigen Bauens darstellt. Am 15. Juni möchten die Betreiber des Dienstleistungszentrums alle Interessierten zum Tag der offenen Tür und den stündlich stattfindenden Führungen recht herzlich einladen. Die Blumenegg-Gemeinden und die Mitarbeiter des Dienstleistungszentrums freuen sich auf ihren Besuch. Ein kühles Bier ist für so manche ein Genuss. Bei Frasstanzer TV gibt es dazu einige Tipps und Hinweise, besonders für das laufende Gewinnspiel. Kommen Sie mit! Hallo und herzlich willkommen zu Frasstanzer TV. Hey, hallo ihr zwei. Oh, das ist eine Überraschung, die drei Schwestern. Was ist denn ihr da? Ich wollte unser Zuseher eigentlich gerade unser tolles Gewinnspiel erklären. Was ist denn das für ein Gewinnspiel? Ja, wir feiern heuer 111 Jahre Brauerei Frasstanz. Schnapszahl könnt ihr eine oder andere meinen. Natürlich, wir sind eine Brauerei, das Ganze heißt Bierzahl. Aber bevor es soweit ist, präsentieren wir euch noch zwei tolle Gastronomiebeiträge. Hallo, mein Name ist Sabrine Breuss. Ich komme aus Übersachsen und darf jetzt seit 4 Jahren schon das wunderschöne Gasthaus, das Gasthof Löwe in Tisis, zusammen mit meinem Freund Patrick Fessler führen. Unsere Spezialität sind Rösti. Die haben wir jetzt schon seit wir da sind, immer auf der Karte. Wir haben nebenbei noch einige Gerichte, gut bürgerlich, immer ein gemischt, ein abgewechselt, große Vielfalt an verschiedenen Sommergerichten und einfach, dass für jeden irgendetwas dabei ist. Wir haben einen tollen, großen Saal und einen wunderschönen Garten dabei. Wir bieten für verschiedene Feiern, wie zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstag, Taufe, immer das richtige Ambiente. Das Personal, das wirklich für alles sorgt, rundum wohl. Und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da mal besuchen kommt. Wir haben noch mehrere Betriebe. Das wären zum Beispiel die Krone in Übersachsen, das Hangover in Altach oder das Limo in St. Gallen Kirch. Und dort würden wir uns natürlich auch da über jeden Besuch von euch freuen.
Ja, leider ist uns der zweite Gastronomiebeitrag dem tollen Wetter zum Opfer gefallen, so quasi der Bach abgerunnen. Aber jetzt zu ganz was Tollem, nämlich unserem großen Gewinnspiel 111. Schnapszahl. Was Schnapszahl? Bierzahl, Mario. Wieso Bierzahl? Wir sind eine Brauerei und darum nennen wir das Spiel Bierzahl. Weißt du überhaupt, wie es funktioniert? Ja, es gibt nichts Einfaches. Das Kleine oder der Naturradler genießen und den Code auf bierzahl.volle.de. Weißt du überhaupt, was es zum Gewinner gibt? Natürlich weiß ich, was es zum Gewinner gibt. Wir verlosen ganz viele tolle Bierpreise und als Hauptpreis ein rotes Golf Cabrio. Mit der drei Schwestern zusammen. So schaut's aus. Weißt du, wie lange das Gewinnspiel geht? Ja, ich nehme mal an, wenn wir da über Bierzahl reden, 111 Jahre, 111 Tage. Ganz genau. Und jeden Tag von den 111 Tagen verlosen wir ein goldenes Ticket, Mario. Das hast du. Genau so schaut es aus. Mit dem goldenen Ticket nimmt er an der Endverlosung um das rote Golf Cabrio teil. Ja, Mario, und wann wird das Auto verlost? Ja, das ist ganz einfach. Ich weiß natürlich, wenn ich mein Auto gewinne. Das ist am 15. September beim großen Bockbierfest, am Sonntag, nach dem Frühschoppen. Und da wünschen wir euch natürlich sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es du hast oder wie es ihr habt. Ich gehe jetzt brav mitsammeln, mitspielen und ihr könnt es die drei Schwestern anschauen. Hallo Schwestern, wie immer? Ja, Rudi, dreimal das Kleine bitte und dreimal der Naturradler. Du, Daniela, wer kommt eigentlich bei euch als Einkaufen? Zu unseren Trampen kann jeder kommen. Vor allem können die Leute die Frische von unserem Bier zum Schätzen wissen. Bei uns könnt ihr euch natürlich auch für kleine Festchen entdecken. Wir bieten über Wein, Limo, Garnituren, Schankenlagen. Gerne alles könnt ihr bei uns ausleihen. Ah, interessant. Und was sind eigentlich das hier für Schachteln? Das, liebe Schwestern, ist unsere neue 9er-Box. Das Kleine in Einweg. Ah, das ist ja voll perfekt, hey, für einen Urlaub oder zum Baden gehen. Wegen dem Pfannenmammel ist auch nicht verkopfen. Und dann können wir das Kleine überall geniessen. Da haben Sie recht, liebe Schwestern. Und damit das Bier länger kühl bleibt, gibt es natürlich auch Crash-Eis und unseren neuen Partykübel zum Ausleihen. Perfekt. So, einen Kübel nehmen wir auch noch mit und einen Sack Eis packen wir gerade. Auf geht's. Einen schönen Abend, liebe Schwestern, gell? Tschüss. Heil. Kürzlich wurde der Weltspieltag allerorts mit besonderen Aktionen gefeiert. So auch im Jupident in Schlins. Petra Viel war vor Ort dabei und machte sich ein Bild. Europa vor Arlberg, Schlins. Wir waren zu Gast bei der Eröffnung der Weltspieletage 2013 der Stiftung Jupident und haben uns in die Kinderwelt mitten ins fröhliche Geschehen begeben. Luftballon, Kerke, doch, Name. Sollen wir jetzt laufen lassen? Sollen wir mit umgehen? Ja. Bereits zum vierten Mal ruft die Initiative Kinder in die Mitte auf, sich am Weltspieltag mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für das Recht der Kinder aufs Spiel stark zu machen. Es ist ein Aufruf erfolgt über die Initiative Kinder in die Mitte von der Vorarlberger Landesregierung an alle Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Kindergärten und viele mehr, alle, die sich mit Kindern befassen und haben gefragt, ob man mittun will und sich beteiligen will am Weltspieletag 2013. Und da sind wir natürlich sofort mit dabei gewesen, haben uns mit unseren Kindern zusammengehockt, die wir da betreuen in der Kinderbetreuung, und haben dann Ideen gesammelt. Und die haben gesehen, wir sperren die Straße zur Einfahrt vom Jupident, verursachen ein bisschen Chaos und nutzen den Raum, der da entsteht, wo die Autos heute alle draußen bleiben, zum Spielen. Und dass viele Leute so mitkriegen, dass heute Weltspieletag ist, da haben wir Luftballons verschicken, die haben wir vorher schon gesehen, unterschrieben Kinder ihre Wünsche und Mitteilungen zum Weltspieletag. Einfach hoffe und dann schauen wir, vielleicht kriegen wir Rückmeldungen von außen. Dankeschön. Noch eine Frage. Also Sie haben gesagt, die Kinder haben mitentschieden, was da passiert und Sie haben Ideen gesammelt mit den Kindern. Ja.
Beteiligung ist ganz was Wichtiges. Wir versuchen Kinder zum Ernst zu nehmen. Und wenn wir solche Sachen machen, dann ist es also in dem Fall ganz einfach, die Kinder mit einzubinden. Und das möchten wir nutzen. Den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht. Sie waren mit voller Begeisterung dabei und haben sich von den unterschiedlichen Spielmöglichkeiten verzaubern lassen. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt? Oh, das Kasperltheater. Mir gefällt da alles. Hast du alle Stationen durchgemacht für das Spielen? Nein. Was hat am besten gefallen? Sacko-Hüpfer, die offene Türen, mir hat alles gut gefallen. Das habe ich schon vorher ausprobiert. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, du bist noch im Fernsehen. Wie sagt ihr denn? Wo? Die Landesrätin Dr. Greti Schmid ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizukommen, um sich selber ein Bild zu machen von dem bunten Treiben. Was mir hier besonders gut gefällt, ist die Lage. Es ist ein Geschenk, wenn man hier spielen kann, wenn Kinder hier auf unterschiedlichen Plätzen, sei es Sackhüpfen, sei es Kasperletheater, sei es Malen, sei es Luftballonsteigen spielen können. Das ist auch die Grundidee des heutigen Tages, dass Kinder wieder frei spielen können, in der Natur spielen können, ihre Kreativität spielen lassen können, sozusagen, im wahrsten Sinn des Wortes. Auch zukünftig will man an Aktionen wie diesen festhalten, da es wichtig für Kinder ist, spielerisch zu lernen. Es war uns ein wichtiges Anliegen, auf diesen Tag aufmerksam zu machen, denn Kinder haben ein Recht auf freie Räume, Kinder haben ein Recht zu spielen und das wollen wir hiermit auch aufzeigen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele zusätzliche Kinderbetreuungsplätze aufgebaut, sind aber noch nicht am Ende. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Eltern die Wahlfreiheit haben. Das heißt, es muss sichergestellt sein, wenn Frauen, Mütter, Väter wieder einsteigen können, dass sie auch die entsprechende Betreuungseinrichtung haben. Das kann ein Grund sein, dass auch Eltern sich dann auch für Kinder, für mehrere Kinder entscheiden. Es braucht Unterstützung und Entlastung für die Eltern. Bis Sonntag, 2. Juni, finden in ganz Vorarlberg weitere Aktionen mit und für Familien statt, in welchen sich Kinder auf spielerische Weise bilden können. Und nun ein Kochtipp von Didi. Heute habe ich Didi gebeten, dass er mir wieder mal etwas zeigt, wo ganz schnell geht. Und da macht er jetzt feine Lachsnüdele. Und zwar haben wir uns da Tagliatelle gerichtet. Mhm. Da kann man die getrocknete nehmen oder frische. Wir haben jetzt da frische. Die haben den Vorteil, dass sie in 2 Minuten gekocht sind. Einfach hat man mit der Sauce. Da haben wir unsere Pfanne warm machen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade so kalorienbewusst. Dafür ist es um das besser. Relativ viel Sahne. Mhm. Also du hast gesagt, 2 Teile Sahne. 3 Teile Drei. Sahne. Und 1 Teil eine Kalbsvor- oder eine Hühnersuppe. Mhm. Oder wir haben jetzt da einfach eine ganz normale Rindsuppe genommen. Ja. Und mit das machen wir jetzt einmal ein Stück irreduzieren lassen, damit das ein bisschen sämig wird. In der Zwischenzeit können wir es die Nudeln da schon ins Wasser hinter. Mhm. Das Wasser natürlich gesalzen. Mhm. Da könnte man natürlich auch andere Nudelformen hier, breite Bandnudeln oder. Pappardelle, du kannst auch Fusilli hier. Also dort ist, was man halt gerne hat. Und was siehst jetzt du zu dem, dass man Öl in das Wasser tun soll? Ist das richtig oder nicht? Das ist eigentlich nicht richtig, weil. Wenn ich es als Beilage nehme, dann tun ich es dann auch in Butter schwenken. Nudler, okay. Nudler.
wenn es in der Soße hintun, wenn du halt Öl reißt, dann hat nicht die Nudel die Soße nochmal richtig auf. Okay. Ja, da hat sich schon ein bisschen verringert, die Menge. Aber ein bisschen was braucht es noch, aber wenn man eh noch die Nudel abseiern. Okay. Bis dann dürfte es gerade so wie ziehen. Also die Nudeln sind, die tust du jetzt einfach, aber ohne die abstrecken, sondern einfach in Sieb, weil die kann nachher gleich wieder in Sieb. Nur in Sieb hintun, abtropfen lassen und dann nachher gleich in die Soße. In die Soße hin. Sie dickt also in dem Verlauf selber ein durch sie die dickt, Sahne? Sie dickt durch die Sahne selber ein. Was man auch nie sollte, man sollte also eine fette Sahne nehmen, 36%ige, weil eine dünnere Sahne, oder also 32% oder 28% gibt es auch, die tut gerne ausflocken. Gerade auch, wenn man jetzt so wie mir jetzt noch einen Schluck Quies wieder hat. So. Das hat so wie die dickt. Dann haben wir ein bisschen, ein kleines Schlückchen Weiß wieder dran, nicht zu viel. Wirklich ein kleines Schlückchen. Und ein bisschen an frisch geriebener Creme dazu. Und den hast du aber auch noch einmal kleiner geschnitten, weil nur wenn ein Reis ist, ist er zu grob. Es kommt auf die Reibe drauf, wenn du eine feine Reibe hast, dann lange es. Wenn du ein bisschen eine gröbere Reibe hast, dann ist es dann besser, wenn du noch einmal ein bisschen durchhackst. Der gibt dem wirklich noch eine Note, gell? Durch das, dass wir ja da heute einen Räucherlachs verwenden. Zum Räucherlachs dazu passt natürlich ein bisschen geriebener Creme sehr gut. Ja. Da können wir noch ein Chutney-Dill drauf tun. Hast du die Gabel? Lassen wir noch mal ein bisschen köcheln. Würzen muss ich jetzt auch gar noch mal viel. Würzen, das tun wir noch ein bisschen probieren. Weil eigentlich ja Zucker schon Geschmack gibt. Das verträgt jetzt schon ein bisschen was. Tun wir noch ein bisschen am Pfeffer dran. Und ein bisschen Salz. Und ganz am Schluss, Sulli, wirklich ganz am Schluss, da muss noch der Räucherlachs drehen. Weil der sollte eigentlich nur warm werden. Der muss, also der haben wir einfach in Streifen geschnitten. Ja. Und der ist sofort warm und muss auch noch warm sein, nicht kochen. Das sollte eigentlich nur mehr. Also wenn die Leute schon am Tisch sitzen, tue ich den Räucherlachs rein und den Gang ganz genau anrichten. Kann man da schon ausschalten. Je länger das er kocht, umso mehr tät er Farbe verlieren und wird dann nämlich weiß, oder? Ganz genau. Und ist eigentlich schöner, wenn er noch ein bisschen die rosa-rote Farbe hat. So. Man könnte jetzt natürlich auch noch ein Gemüse rein tun, wenn man mag. Man kann Zucchini, als, Brokkoli. Passt Zucchini dazu, es passt Brokkoli dazu. Zuckererbsenschoten passen sehr gut dazu. Kann auch nur Kräuter rein tun. Wir haben jetzt da einen Schnittlauch gerichtet. Können wir ein bisschen was dran tun. Und jetzt da ist der Fantasie natürlich wieder keine Grenzen gesetzt. Und das können wir jetzt schon anrichten. Je länger das Nudeln sind, umso mehr musst du sie halt eindrehen, gell? So. Frische Kräuter passen natürlich auch dazu, also da kann man Fantasie walten lassen, wie man will. Gut, das wäre eigentlich schon alles. Ja. Schnell gegangen. Super schnell gegangen. Ja, liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaut habt. Diesmal schnelle Küche.
Und ich bin schon gespannt, was wir das nächste Mal machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Tschüss. Nun eine kurze Vorschau auf die nächste Woche im Wallgau-TV. Matthias Decker und Franz Lutz stellen uns im Rahmen der Serie Die schönsten Berggipfel des Wallgaus den Hochgerach bei ihrer Wanderung vor. Zudem berichtet die Regio im Wallgau vom Fachforum in Ludesch, wie wollen wir in Zukunft wohnen. Präsentieren auch Sie Ihren Verein oder Ihren Betrieb auf Wallgau-TV. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an redaktion@wallgau.tv oder rufen Sie uns an unter 055 22 43 918. Für diesmal sind wir wieder am Ende angelangt und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Genießen Sie den kommenden Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.